Deutsche Unternehmen schneiden im internationalen Vergleich, Gewinnvergleich seit Jahren schlecht ab. Da zusätzlich die Kursgewinnverhältnisse niedrig ausfallen, erfahren deutsche Unternehmen an der Börse ausgesprochen schlechte Bewertungen. Als Folge liegen die Eigenkapitalquoten im internationalen Vergleich sehr niedrig. Wir haben gehört, nur Portugal und Spanien schneiden noch schlechter ab. Neben gesamtwirtschaftlichen Ursachen hat die Gewinnschwäche deutscher Unternehmen auch klare einzelwirtschaftliche Ursachen. Das Fehlen einer konsequenten Gewinnorientierung spielt dabei eine prominente Rolle. Das muss sich ändern, aber die damit verbundene kulturelle Herausforderung sollte man nicht unterschätzen. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass kurzfristige Gewinnorientierung sich langfristig nachteilig auswirkt. Eine verantwortungsvolle Unternehmensführung muss deshalb immer das langfristige Gewinnziel im Auge haben, ohne, betone ich ausdrücklich, die kurzfristigen Notwendigkeiten zu vernachlässigen. Wer nach den Sternen guckt, muss immer aufpassen, dass er nicht über den nächsten Stein stolpert. Diese langfristige Orientierung entspricht exakt dem Shareholder-Value-Gedanken. Schade, dass dieses Konzept so in Verruf gekommen ist. Denn einen Widerspruch zwischen Shareholder-Value und Stakeholder-Value gibt es nicht. Im Gegenteil, wenn ein Unternehmen ordentliche Gewinne macht, geht es in aller Regel auch den Stakeholdern gut, et vice versa. Die Gewinnwirkung von Preis, Absatzmenge und Kosten steht in vielen Unternehmen im Widerspruch zu der Zuwendung, die diese Gewinntreiber seitens des Managements erfahren. Das muss sich ändern. Ich schließe mit einem Satz von Erich Gutenberg, dem Nestor der deutschen Betriebswirtschaftslehre: Am Gewinnmachen ist noch keine Firma kaputt gegangen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.